Joe Biden hat sich in den vergangenen Monaten in Sachen Polizeiabbau und Afghanistan nicht allzu viele Freunde gemacht. Besonders zur Flüchtlingskrise werden jedoch die Stimmen der Amerikaner lauter, Auftritte und Inhalte Bidens werden als nicht zufriedenstellend bewertet. Die Anzeichen verdichten sich, dass Joe Biden vor seinem Rücktritt steht. Das Team um Kamala Harris bereitet sich hinter den Kulissen auf eine mögliche Präsidentschaft vor. Hey du, cool, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Christian, dein Reiseberater, und ich möchte heute meine Einschätzung zu kommenden USA-Reisen abgeben. Aktuell schauen viele Amerikaner bestürzt auf die Südgrenze bei Texas, wo tausende Haitianer und Afrikaner auf ihre Chance warten, durch die nur wenig geschützte Grenze ins Land zu kommen. Biden verkündete Anfang Mai die Anhebung der Obergrenze von 15.000 auf 62.500 Flüchtlinge im laufenden Jahr, was bei vielen Amerikanern, insbesondere den Einwohnern der Grenzstaaten, auf Ablehnung stieß. Doch was, wenn Biden tatsächlich zurücktreten sollte? Vizepräsidentin Harris ist mittlerweile ja landesweit noch unbeliebter und deren nächste rangfolgende Nancy Pelosi steht noch eine Spur schlechter da. Aber das soll ja hier keine Politshow werden. Ich möchte nur kurz darstellen, warum ich in der aktuellen Situation noch keine Flüge buche und auch du dir noch etwas Zeit lassen solltest. Zunächst mal schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Seite nur von einer Pressemitteilung des Weißen Hauses, dass es ab Anfang November voraussichtlich Reiseerleichterungen geben soll. Das heißt ja erstmal nicht viel. Schon gar nicht, dass man jeden Geimpften und Getesteten einfach so Urlaub machen lassen will. Klar, wir könnten es uns schönreden und einfach buchen. Aber da muss sich vorher noch einiges ändern. Wir wissen nicht, wie die Wahlen hier bei uns ausfallen und welche möglicherweise drastischen Änderungen diese mit sich bringen. Wir wissen auch nicht, wie es sich über Herbst und Winter mit der epidemischen Lage fortentwickelt. Was da noch hinsichtlich der Reisebeschränkungen kommen kann, ist unvorhersehbar. Und da ich meinem Geld nicht böse bin, warte ich mit einer Flugbuchung und auch mit der Mietwagenbuchung ab. Was ich natürlich nur empfehlen kann, ist jetzt schon mal stornierfähige Unterkünfte zu buchen. Ich lege mir da immer eine ungefähre Route zurecht, an der entlang ich schon mal grob abgesteckt Motels und Hotels rausgesucht und vorgebucht habe. Allerdings ist hierbei auf mehrere Faktoren zu achten. Die Stornierbarkeit sollte möglichst weit in der Zukunft liegen. Normalerweise ist das ein oder zwei Tage vor Ankunft. Dann ohne Vorauszahlung auswählen. Zahlst du jetzt schon an ein Hotel, das in ein paar Monaten pleite geht, ist die Kohle weg. Logisch, ne? Was ich grundsätzlich noch zusätzlich auswähle, ist ein eigenes Badezimmer. Wenn man Camping mag, kennt man es ja. Aber in einem Hotel oder auch einem Motel habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, mir das Badezimmer mit jemandem zu teilen. Soweit also erstmal zu meinen Plänen. Wenn du auch mal so eine Route planen möchtest oder irgendwie nicht weiter weißt, melde dich gerne bei mir. Ich habe schon manche USA-Strecke geplant und kann dir bestimmt weiterhelfen. Die günstigsten Direktflüge fürs Frühjahr gibt es übrigens momentan nach San Francisco und Los Angeles, aber auch Chicago ist noch ganz gut im Preis. Mit Zwischenstopp geht's günstig nach Seattle und Austin. Da kommst du mit Koffern auf ungefähr 1000 Euro für zwei Leute. Grundsätzlich sollten die Preise sich aber auch noch verbessern. Spätestens Anfang November. Okay, liken, Abo, Klingel und Kommentar helfen mir mit meinem Kanal mehr Leute zu erreichen, also gerne in der Reihenfolge abarbeiten, wenn du dazu Lust hast. Sonst guck dir einfach noch was hiervon an. Ich bin jetzt erstmal wieder weg. Ne?